Die Asteroide werden anhand ihrer Reflexionsspektren, die teleskopisch bestimmt werden, in verschiedene Typen unterteilt. Und diese unterschiedlichen Typen sind nicht homogen durch den Asteroidengürtel verteilt, sondern zeigen gewisse Häufigkeiten, und das ist einmal hier in diesem Plot dargestellt. Auf der X-Achse der Abstand der Asteroide in astronomischen Einheiten von der Sonne, also hier wäre die Erde bei 1, und die Asteroide sind hauptsächlich so zwischen 2 und 3, irgendwas verteilt. Auf der Y-Achse ist die Häufigkeit aufgetragen in Teilen von 100 oder 1, deshalb steht da keine separate Einheit dran. Dann sind mal die 5 häufigen Klassen oder Typen von Asteroiden dargestellt, und die S-Typ-Asteroide, also diese hier, die werden häufig mit den gewöhnlichen Chondriten in Verbindung gebracht und die C mit den kohligen Chondriten. Also C wären diese gelben hier. Und dann erkennt man sehr schön, dass es da eine Verteilung gibt, dass zum Beispiel die C-Typen bei vielleicht 2,7 astronomischen Einheiten sehr häufig sind. Die S-Typen einmal, die haben zwei Häufigkeiten im Grunde genommen, einmal auch bei 2,7, aber dann auch nochmal sowas wie 2,2. Da gibt es auch die V-Typen, die nur bei vielleicht 2,3, 2,4 auftreten. Oder dieser Q-Typ hier vorne und so weiter. Also offensichtlich gibt es eine gewisse Strukturierung der Typen im Asteroidengürtel. Die Ursache dafür ist noch nicht genau bekannt. Auf jeden Fall haben wir die, und es ist wichtig zu wissen, dass es die zu erklären gibt.